Das war ein Arbeitstag und wir haben gesagt, wir wollen weiterkommen und das haben wir auch geschafft. Erstmals in dieser Saison geht der FC Winterthur als glasklarer Favorit in eine Partie. Gegen den Erstligisten aus Muri will der Superliga-Aufsteiger nach durchwachsenem Saisonstart nun den allerersten Sieg einfahren. Rein in die Partie, 19 Minuten, Rodriguez mit der ersten Ecke. Und da ist das frühe 1:0 für den Favoriten. Schettin in der Mitte völlig allein gelassen, hat aus kürzester Entfernung kein Problem zu vollenden. Winterthur auf Kurs. Die Partie, die wegen der Verlegung eines Kunstrasens nicht im Heimstadion von Muri, sondern im nahen Wohlen stattfindet, bleibt eine einseitige Angelegenheit. 44. Minute, Di Giusto. Und der macht das sehenswert. 2:0. Der Zehner der Winterthurer schlenzt den Ball ins lange Eck. So gar nicht zu halten für Goalie Hofer. Ihr habt von der 10. Minute, wo das 1:0 gefallen ist, bis zur 43. ist es ein Kügeln gewesen. Was hat gefehlt? Ja, es ist ein typisches Köpfspiel gewesen. Wir haben ein gewisses, es erwartet uns einen Rasen, der trocken ist, der tief ist und der Böllen, der natürlich auch nicht uns entgegengekommen ist. Und deswegen haben wir uns ein bisschen schwer getan. Genau in so einem Spiel ist es wichtig, dass wir durch einen Standard den Dosenöffner machen. Und so ist auch passiert. Und dann haben wir nachher schon einen Qualitätsunterschied gesehen und dann haben wir es auch gut gespielt. Und in der Nachspielzeit kommt es noch dicker für den Gastgeber. Ball am Pfosten und dann bei Gelmi 3:0 Winterthur. Glück für Gelmi, der Abwehrspieler wird in dieser Szene perfekt vom Gehäuse bedient und geht mit einem dementsprechend breiten Grinsen in die Pause. Und auch nach dem Wechsel das gleiche Bild, 48. Der eingewechselte Korbatz auf den eingewechselten Mann Sambi. Der dreht noch eine Ehrenrunde und schiebt dann zum 4:0 ein. Das Spiel nun natürlich entschieden. Nur kurz danach diese Szene. Ball kommt zu Korbatz. Und der findet Rodriguez, 5:0. So schön die Kopfballanlage, so bitter wird es nun langsam für das Heimteam. Und noch ist nicht Schluss, 70. Minute. Wieder Korbatz mit dem langen Ball hinter die Kette. Und da wartet Camberi, 6:0 Winterthur. Gefühlvoller Lupfer. Der Jubel aber den Umständen entsprechend verhalten. Es war sicher nicht einfach gewesen. Der Platz war jetzt nicht gerade in einem Top-Zustand gewesen. Es war warm gewesen. Aber ich denke mal, ich kann eigentlich zufrieden sein mit der Leistung, wie ich reingekommen bin. Und das Team kann eigentlich auch froh sein für den Sieg. Was mir aufgefallen ist, nach dem 1:0 war es so ein bisschen wie der Wurm drin gewesen. Ist der Gegner einfach noch gut gestanden und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr, weil sie es nicht mehr haben mögen? Oder was war der Grund gewesen? Ja, klar, dass wir mit der Fitness sicher besser sind, weil wir trainieren praktisch jeden Tag. Nach dem 1:0 war die Energie weg, die Intensität im Spiel. Man kann sie nicht immer aufrecht halten, vor allem in solchen Bedingungen ist es nicht immer so einfach. Aber schlussendlich ist es nur darum gegangen, dass wir eine Runde weiterkommen und mit dem können wir zufrieden sein. Und einmal klingelt es noch bei Muri, 85. Mansambi zum zweiten mit dem Schlusspunkt. Winterthur schlägt Muri auch in der Höhe verdient mit 7:0 und zieht in die nächste Runde ein. Es war ein Frustschiessen heute. Ja, du, das braucht es auch im Fußball. Ich glaube, das ist gut für unser Selbstvertrauen. Ein bisschen aufdanken. Die letzten paar Wochen war es nicht einfach, obwohl die Leistungen eigentlich nicht immer schlecht waren. Von dem her, so ein Spiel wie heute, das tut uns gut für Selbstvertrauen, Goals gemacht. Da können wir uns eigentlich jetzt sehr gut vorbereiten auf eben nächste Woche. Wohle, mein erstes Auswärtsspiel, das ich war, haben 6:0 bekommen. Bei diesem Verein ist etwas passiert. Ja, in dem Fall. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber du weißt es besser. Aber nein, kommt gut. Es war wichtig für uns, dass wir auch Goal machen, damit wir das auch in der Liga weitermachen können.